Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Wer A sagt, muss auch B sagen. Also, wer Adam sagt, muss auch Eva sagen. Und so möchte ich unsere Aufmerksamkeit lenken auf das dritte Kapitel des ersten Buches Mose, Vers 20. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Eva, der zweite Mensch, oder vielleicht besser gesagt, die erste Menschin. Eva wurde geschaffen damit von Gott, damit Adam nicht alleine bleiben sollte. Sie gehören also zusammen, Adam und Eva, Mensch und Menschin, Mann und Frau. In der Kirchengeschichte wurde dieses Gleichwertige leider nicht immer vollständig zu Ende gedacht. Da hat man dann schnell der Eva die Schuld gegeben, dass sie dem Teufel geglaubt hat. So als ob Adam nicht selbstständig in den Apfel gebissen hätte. So als ob Adam nicht selbst die Regeln von Gott gehört hätte. Und Eva darauf hätte hinweisen können, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Aber nein, in der Kirchengeschichte wurde Eva als Sündenbock vielleicht schon klassifiziert, sodass sie ein Stück weit minderwertig betrachtet wurde, zumindest so, dass man es ihr nicht zugetraut hat, der Menschin, dieselbe Verantwortung in der Kirche zu übernehmen wie die Männer. Unfug, beides Unfug. Denn Gott hält an beiden fest. Er gibt beiden Kleider, er bleibt beiden treu. Jeder, jede mit ihrer eigenen Last, wie das Gott selbst auch formuliert. Aber die Verheißung in ihr ist groß. Eva, die Mutter aller Menschen. Eva, auch ein Symbol. Ein Symbol dafür, dass wir Menschen geneigt sind, den Verheißungen Gottes nicht bedingungslos zu vertrauen und dass wir darüber hinaus in der Lage dazu sind, andere Menschen davon zu überzeugen, was wir für richtig halten, egal ob es vor Gott richtig ist oder nicht. Dass wir also in der Lage sind, obwohl wir Gottes Stimme gehört haben, zum Beispiel im Konfi-Unterricht oder wann auch immer, im Gottesdienst, in der Lage sind, der Stimme des Durcheinanderbringers, des Anklägers zu vertrauen, der sagt, naja, was hat das mit dem christlichen Glauben schon auf sich? Ein Märchen vielleicht, gut für Kinder, gut für dich. Und nicht nur das, das Durcheinanderbringen der Verheißungen, die Gott für uns hat, dass man ihnen nicht mehr glaubt. Und nicht nur das, sondern dass man andere ebenfalls davon überzeugt, dass es keine gute Idee wäre. Zum Beispiel sich vorzustellen oder in die Verheißung hineinzugehen, dass Jesus Christus unser Bräutigam ist, der uns liebt, unendlich liebt. Und so möchte ich uns zum Abschluss noch lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, ab Vers 3. Schließlich habe ich euch bildlich gesprochen mit einem einzigen Mann verlobt. Ich will euch als unberührte Jungfrau Christus zur Braut geben. Ich fürchte aber, dass es euch so gehen wird wie Eva. Sie wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt. Genauso könnten eure Gedanken abgelenkt werden von eurer aufrichtigen und ungeteilten Hingabe an Christus. Da kommt zum Beispiel einer und verkündet euch einen anderen Jesus, als wir ihn verkündet haben. Oder ihr empfangt einen anderen Geist, als ihr ihn schon empfangen habt. Oder ihr nehmt eine andere gute Nachricht an, als ihr sie schon aufgenommen habt. Und so heute wieder.
Und jeden Tag wieder neu die Herausforderung, 15 Minuten Zeit mit Jesus zu verbringen, die beiden Bibeltexte vielleicht auch selbst nochmal zu lesen und dort anzuhalten an dem Vers, der dich anspricht, wo der Heilige Geist dich anspricht und mit Jesus darüber zu sprechen. Insbesondere mit Jesus darüber zu sprechen, was es bedeutet, was es für dich bedeutet, Braut Christi zu sein. Was bedeutet, dass Jesus dein Bräutigam ist? Vielleicht wollen sich die einen oder anderen Gedanken dem entgegenstellen. Dann bring sie vertrauensvoll ans Kreuz. Sei aufrichtig, herzlich und überschwänglich gesegnet.